Hallo und willkommen zur KW44 2017 mit den Kinostarts am 2. November. Ja, und 2. November ist eigentlich gar nicht ganz richtig für meinen Kinotipp, denn der Film, den ich heute empfehlen möchte, nämlich Tor, Tag der Entscheidung, läuft schon seit Dienstag in den Kinos. Deswegen hatte ich auch noch einen Tag länger Zeit, über das nachzudenken, was ich hier sage. Also, Solo-Film Nummer 3 von Thor im Marvel Cinematic Universe. Und damit neben Iron Man und Captain America der dritte im Bunde, der einen dritten Solo-Film spendiert bekommt. Und bei Thor war es ja so, den ersten fand ich eigentlich ganz gut. Bei dem zweiten, da war ich nie so richtig begeistert von. Vielleicht sollte ich mir nochmal angucken, aber nach dem, was ich jetzt im Kino gesehen habe, kann der unmöglich noch im Nachhinein besser werden. Also, worum geht's? Der dritte Thor, der spielt irgendwann nach dem letzten Avengers-Film. Ich glaube, so, was ich so gelesen habe, so etwa 2 Jahre danach. Und beginnt damit, dass Thor in einer etwas brisanten Situation steckt, beziehungsweise ist gefangen genommen. Und trifft dann so ziemlich bald auf einen, beziehungsweise den Feuerdämon Surtur. Ja, ich glaube, so spricht man den aus. Und es gibt auch gleich eine schöne Schlachtszene. Und bevor dieser Dämon Thors Hammer richtig zu spüren bekommt, erzählt er ihm noch, dass Thors Heimatwelt Asgard quasi kurz vor dem Untergang steht. Also reist Thor so schnell wie möglich nach Asgard zurück und will sich da mit seinem Vater Odin treffen, der auch erstmal da ist, sich aber dann kurze Zeit später als Thors Lieblingsbruder Loki herausstellt, der Odin irgendwo auf der Erde zurückgelassen hat, und die beiden reisen dann zur Erde, um Odin da abzuholen. Der hat allerdings ein bisschen einen anderen Plan, erzählt den beiden aber vorher noch, dass er noch eine Tochter hat namens Hela, die er bisher verheimlicht hat, beziehungsweise die irgendwie auch aus Asgard verbannt wurde. Und kurz nachdem Odin verschwunden ist, taucht dann diese Hela auf und macht auch keinen Hehl daraus, dass sie den Thron von Asgard in Besitz nehmen will. Bei der folgenden Flucht, Jagd, je nachdem wie man es nennen will, durch dieses Portal auf dem Weg nach Asgard, geht dann Thor irgendwie verloren. Während Hela in Asgard ankommt und sich direkt mal dran macht, die Macht da zu übernehmen. Thor hingegen ist auf so einer Art Müllplanet gelandet. Wird auch da gleich wieder mal gefangen genommen und da von dem Planeten erst wieder runter, wenn er in so eine Art Gladiatorenkampf mitmacht und den derzeitigen Champion da besiegt. Und wer die Trailer gesehen hat, der weiß, wer der Champion da ist. Das ist nämlich der Hulk, den es auch irgendwie auf diesem Planeten verschlagen hat. Es wird auch später erklärt, wie er da hinkommt. Und von da an besteht halt dann die Aufgabe darin, dass die beiden von diesem Müllplaneten runterkommen und so schnell wie möglich nach Asgard reisen, um da Schlimmeres zu verhindern. Was sich aber alles nicht als so einfach herausstellt. Also mal so grob so eine halbe Zusammenfassung. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gespoilert. Und außerdem so ganz die Riesenüberraschungen gibt es in dem Film nicht. Was man ein bisschen bemängeln könnte. Was das Einzige, was ich wirklich leicht kritisiere, ist gerade die Tatsache, dass der Film so auf zwei Planeten stattfindet, also mit Thor und Hulk auf diesem Müllplaneten und dem bösen Gegner, also Hela, auf Asgard. Und eigentlich müssten die näher zusammen sein, damit es eine richtige Konfrontation gibt. Aber das sieht teilweise so ein bisschen aus, als wollte man da zwei Geschichten erzählen. Oder man hat vielleicht noch nicht ganz genau gewusst, auf welcher von beiden die Prioritäten liegen sollen.
Das war es dann aber auch schon mit der Kritik, denn Tor 3, Tag der Entscheidung, ist so ein richtig kunterbuntes, lautes Action-, Science-Fiction-, Fantasy-Spektakel geworden, was im Gegensatz zu den beiden Vorgängern auch noch so richtig lustig ist. Wobei, okay, Tor hat schon immer so mal ein paar trockene Sprüche drauf gehabt, aber so wie es in dem Teil gemacht wird jetzt, also das ist schon eigentlich hauptsächlich eine Komödie geworden. Eventuell wollte man auch da ein bisschen auf den Guardians of the Galaxy Zug aufspringen, die ja gerade durch ihre Komik mit ihren beiden Filmen recht großen Erfolg hatten. Und bei Thor war es ja so, wenn ich mich recht an die Einspielergebnisse erinnere, dass der immer der Schwächste von den ganzen Marvel-Filmen war. Also hat man sich entschieden, eine etwas lockerere, massentauglichere Unterhaltung zu bieten. Und das ist durchaus gelungen. Wobei man aber durchaus auch in Kauf nimmt, ein paar eingefleischte Thor-Fans bzw. Fans der ersten beiden Filme, besonders des zweiten Films, ein bisschen verprellt zu haben. Also die können ich mir vorstellen, dass die ein bisschen Probleme mit der Neuausrichtung von Thor haben. Ja, also was gibt's großartig noch zu sagen? Also der Film hat mir super gefallen. Einer der besseren Marvel-Filme, wobei dann nicht keiner wirklich schlecht war. Vielleicht nicht der allerbeste, aber schon recht hoch angesiedelt bei mir. Cool fand ich auch die Schlachtszenen, dass das mal so ein bisschen mit fetziger Rockmusik hinterlegt war. Überhaupt ist die Musik selber, habe ich immer so den Eindruck gehabt, als ob da so ein paar Töne aus den 80er Jahren Computerspielen mit eingebaut waren. Täuscht mich, kann ich mich vielleicht auch täuschen, muss mir den Soundtrack mal anhören. Aber es hat sich zumindest so angehört, so ein bisschen so 8-Bit-Soundmäßig. Fand ich gut und passt auch zur comic-mäßigen Inszenierung des Films. Also Tor 3, Tag der Entscheidung, mein Kinotipp für diese Woche. Als weitere Starts habe ich eigentlich nicht wirklich was, außer vielleicht eine Dokumentation, nämlich Die Reise der Pinguine Teil 2. Da gab es ja vor ein paar Jahren schon einen Film drüber, über diese Kaiserpinguine in der Antarktis, der sehr erfolgreich war und auch einige Preise gewonnen hat, den ich persönlich auch sehr schön fand. Und nun gibt es da halt eine Fortsetzung drüber. Ich habe es durch Zufall nur gesehen, dass es da überhaupt einen zweiten Teil von gibt. Aber der erzählt wohl diese Story aus dem ersten Teil ein bisschen weiter. Da ging es ja wohl darum, dass diese jungen Pinguine denn geschlüpft sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie es denn ausging. Und da hatte man ja diese eigentlich Dokumentation in so eine Geschichte reingepackt mit so ein paar Stimmen. Wie quasi die Pinguine da reden. Was ich da nicht so toll fand, da gab es ja auf DVD zumindest zwei Tonspuren. Einmal diese etwas kindlichere, wo man diese Stimmen quasi der Pinguine hört. Und dann nochmal eine Spur, wo es einen normalen Erzähler gab. Die fand ich persönlich ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie es jetzt im zweiten Teil hier ist. Auf jeden Fall die Reise der Pinguine Teil 2. Ein kleiner Nebentipp für diese Woche, sage ich mal. So, dann kommen wir ohne Umschweife zu den Blu-rays für diese Woche. Da habe ich mal drei Stück. Hat ein bisschen Zeit, was zu gucken. Martin Luther sei Dank. Film Nummer 1 ist auch gleich ein biblisches Thema, nämlich 40 Tage in der Wüste. Da geht es um einen kleinen Abschnitt in dem Leben von Jesus, der da zum Fasten und Beten und irgendwie zu Gott finden für 40 Tage in die Wüste geht. Und während dieser Zeit versucht der Teufel ihm dieses Vorhaben quasi madig zu machen und ihn irgendwie davon zu überzeugen, dass das eigentlich alles Quatsch ist, was er da macht. Jesus und Teufel werden in diesem Film gespielt von Ewan McGregor und wer mich kennt, weiß, dass das einer meiner Lieblingsdarsteller ist. Ist auch eigentlich der Hauptgrund gewesen, warum ich mir diesen Film überhaupt erstmal angeguckt habe.
da ja diese ganzen biblischen Sachen nicht so unbedingt meins sind. Ich hatte ja letzte Woche schon diesen Silence, der war ja auch nicht so mein Geschmack. Aber der Film jetzt hier ist erstmal mindestens eine Stunde kürzer und auch wenn er sehr langsam erzählt ist und nicht wirklich viel passiert in dem Film, fand ich ihn lange nicht so sperrig wie zum Beispiel Silence. Die Buchvorlage kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob diese Sache mit der Familie, auf die Jesus denn irgendwann in dem Film trifft, ob die da auch drin vorkommt. Aber das macht den Film, wie ich finde, erst richtig interessant. Ja, also viel erzählen, wie gesagt, über die Story kann man da sowieso nicht. Und was gut war, war die Kameraarbeit, also richtig tolle Landschaftsaufnahmen hat der Film, auch wenn es Wüste ist, wo es ja bekanntlich nicht wirklich viel zu sehen gibt. Aber schön fotografiert das Ganze. Das Ende mit der Kreuzigung hätte für meinen Geschmack jetzt nicht sein müssen. Hat eigentlich mit diesen 40 Tagen Fasten in der Wüste eigentlich nicht so viel zu tun. Und ganz am Schluss gibt es dann noch eine Szene, ich weiß überhaupt nicht, was die zu bedeuten hatte. Die scheint wohl im Hier und Jetzt zu spielen. Da sind so ein paar Leute, die Fotos von der Gegend machen, wo der Film gespielt hat. Also der Sinn hat sich mir noch nicht erschlossen, aber vielleicht muss ich da nochmal nachforschen. Ansonsten 40 Tage in der Wüste, Blu-ray Nummer 1 diese Woche. Kann man wird nicht wahrscheinlich nicht jedem empfehlen, aber der ein oder anderen Bibelverfilmung würde ich den auf jeden Fall vorziehen. Kommen wir zu Blu-ray Nummer 2, 7 Minuten nach Mitternacht. Auch ein eher ungewöhnlicher Film, der von einem 12-jährigen Jungen namens Connor handelt, der zusammen mit seiner todkranken Mutter lebt. Und der Junge hat da jede Nacht so einen Albtraum, wo sich das Gelände vor dem Haus, wo die leben, irgendwie sich ein Abgrund auftut und er plötzlich jemanden festhält, der droht, in den Abgrund zu stürzen. Aber dann erwacht er immer schreiend aus dem Albtraum. Und eines Nachts, nachdem er wieder mal aufgewacht ist, hat sich so ein großer Baum, der auch in der Nähe von dem Haus steht, irgendwie ist lebendig geworden und ist zu ihm ans Fenster gekommen und spricht zu ihm. Also der Baum, der wirkt ja schon ein bisschen bedrohlich, aber das Einzige, was er machen will, er will den Jungen jetzt öfter besuchen, also immer 7 Minuten nach Mitternacht. Und er will ihm jedes Mal eine Geschichte erzählen. Und nach der dritten Geschichte verlangt der Baum von ihm dann, dass der Junge dem Baum eine Geschichte erzählen soll. Und dadurch soll der Junge quasi die Wahrheit über seine größten Ängste erfahren. Also nicht gerade ein lockeres Thema, ist auch genremäßig nicht so einfach einzuordnen. Also in erster Linie ist es ein Drama, aber hat auch so ein bisschen Horror drin und eine Menge Fantasy, würde ich sagen. Finde ich eine gelungene Mischung. Der Film ist nicht gerade was für Leute, die nah am Wasser gebaut sind. Ich will nicht sagen, dass er auf die Tränendrüse drückt, aber der Film ist da schon teilweise ziemlich hart. Gerade wenn man bedenkt, freigegeben ab 12, okay, er ist jetzt nicht unbedingt gruselig oder so. Aber da halt der Tod ein zentrales Thema in diesem Film ist, ist es nichts für Leute, die locker Unterhaltung suchen. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen ein Film, den ich nur wärmstens empfehlen kann. Sieht übrigens auch klasse aus, also von den Spezialeffekten sauber gemacht. Auch schöne Illustrationen, wenn der Baum seine Geschichten erzählt. Es sieht super aus. Also 7 Minuten nach Mitternacht. Oder vielmehr so rum. Blu-ray Nummer 2 diese Woche. Und auch Film Nummer 3, keine leichte Kost, nämlich das Jungle. Ein Film, in dem Daniel Radcliffe mal wieder versucht, seinem Harry Potter-Image zu entfliehen bzw. zu entspielen.
was er meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr nötig hat. Aber angesichts seiner etwas ausgefallenen Rollenauswahl, die er so in den letzten Jahren gehabt hat, hat man immer noch den Eindruck, er muss den Leuten beweisen, dass er mehr kann. Und wie gesagt, das hat er für meinen Geschmack gar nicht mehr nötig. Hier spielt er mal wieder eine real existierende Figur, nämlich den israelischen, ja doch, israelisch ist er, glaube ich, Rucksacktouristen Yossi, der nach seinem Studium oder seinem Militärdienst, weiß ich jetzt gar nicht genau, mal ein Jahr durch die Welt reisen will, bevor er sich ins Arbeitsleben stürzt. Und auf dieser Reise landet er irgendwann in Südamerika, genau gesagt in Bolivien. Und statt da so die üblichen Touristentouren damit zu machen, trifft er auf ein paar andere Gleichgesinnte, die quasi den Dschungel hautnah erleben wollen. Und mit einem etwas zwielichtigen Führer machen sie sich dann auf den Weg. Dabei wird die Gruppe letztendlich getrennt und dieser Yossi ist dann halt auch einen Großteil des Films alleine unterwegs und hat so einiges zu erleiden. Das ist nichts für empfindliche Mägen, also da geht schon teilweise recht eklig zu, aber natürlich der Thematik auch angemessen. So ein bisschen an manchen Stellen erinnert der Film an The Revenant mit Leonardo DiCaprio. Nur dass hier halt nicht so eine Rachegeschichte drumherum noch gibt, sondern lediglich quasi eine Nachverfilmung dieses Erlebnisses, was dieser Yossi da in Wirklichkeit auch hatte. Und da geht es halt schlicht und ergreifend darum, irgendwie lebendig aus diesem Dschungel rauszukommen. Also wie schon gesagt, Daniel Radcliffe ist die Person, um die sich in dem Film eigentlich alles dreht. Das ist auch der, der die meiste Zeit dann alleine vor der Kamera ist. Und er hat sich da wohl schon einiges zugemutet für diesen Film. Also gerade gegen Ende, wenn man sich den da so anguckt, da hat er schon ein paar Kilo verloren. Aber nicht nur körperlich ist das beeindruckend. Er spielt einfach auch klasse, muss man schon zugeben. Ja, also Blu-ray Nummer 3, Jungle. Wie könnte man diesem Film empfehlen? Also zunächst erstmal jedem, der sich nicht davor vor Maden und Würmern und dergleichen ekelt. Und all diejenigen, die gern mal mit jemandem so richtig mitleiden wollen, weil das bringt der Film richtig gut rüber. So, für diese Woche wäre ich dann durch. Welche von den drei ich zur Blu-ray der Woche küren soll, weiß ich gar nicht so richtig. Weil komplett massentauglich ist davon eigentlich kein Film. Aber am ehesten trifft das noch auf 7 Minuten nach Mitternacht zu, der mir auch optisch am besten gefallen hat. Also der ist jetzt mal meine Blu-ray der Woche. Also, das war's dann mal wieder. Wie immer, viel Spaß im Kino, zu Hause vorm Fernseher, beim Blu-ray schauen und bis zur nächsten Woche.